stark gehalten. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal, denn es ist Freitagabend, meine Freunde. Wir haben den 32. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga und heute trifft der 1. FC Köln gegen Hertha BSC Berlin oder auch der 11. gegen den 18., also Abstiegskampf pur für die alte Dame aus Hertha. Und ja, Leute, ich lege mich fest, sollte Hertha dieses Spiel heute nicht gewinnen, dann gehen sie runter in die zweite Liga. Und ja, ich würde sagen, lasst schon mal einen fetten Daumen hoch da, kostenlos Abo und keinen Stadion-Vlog mehr zu verpassen. Denn dieses Wochenende sind wir einfach mal in 3 Spielen, meine Freunde. Wir sind übrigens morgen noch Bochum gegen Augsburg, Dortmund gegen Gladbach und Sonntag auch noch zweite Liga, also sehr, sehr nice. Und ja, ich würde sagen, wir machen es jetzt fertig und dann geht's auf nach Dortmund. Koffer ist schon gepackt, denn es wird ein längerer Trip dieses Wochenende. Das hier wird das heutige Ticket sein für Spiel. 48,06 € hat das gekostet. So, Koffer ist gepackt, Wetter ist sehr, sehr nice. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg ins 400 Kilometer entfernte Köln. So, ich bin jetzt angekommen. Parken hat 7 € gekostet. Ein paar Einsatzkräfte stehen hier schon an den Straßen. No joke, Leute, jetzt regnet das auch noch. Und ich kann dort echt nicht gut laufen. Es tut echt weh. Auf den Schmerz jetzt erstmal Meckes gehen. Ja gut, ich glaube, das hat sich dann auch erledigt. Übrigens, ein Fun Fact, kann euch nicht empfehlen, beim Stadion hinzupinkeln, weil sonst gibt es Strafe vom Ordnungsamt. Ich muss sagen, das Stadion sieht schon sehr, sehr nice aus. Vor allem dunkel leuchtet es ja auch so geil. Mein Tipp ist heute übrigens, dass Köln dieses Spiel mit 2-1 gewinnen wird. Ich denke, dass Hertha alles reinschmeißen wird und tief stehen wird und einfach versucht, die Kölner zu kontern. Aber ich glaube am Ende, dass es nicht reichen wird. Hector, er wird Köln ja am Saisonende verlassen und aufhören. So, dann wollen wir doch mal 4,10 Euro zahlen wir dafür. Ja, bin mal gespannt. So sieht die gute Wurst aus. Ich würde sagen, ich teste sie jetzt. Ich muss sagen, die schmeckt echt wirklich gut. Ausnahmsweise das erste Mal im Stadion, wo es mir wirklich schmeckt, wird der 8 von 10 Sterne geben. Erster Weg ins Stadion. Sehr, sehr nice. Hier hat man so die Fernsehteams von der Presse. Übrigens, nächstes Jahr, also nächste Saison, werde ich wahrscheinlich auch so sitzen können. Ich kriege dann Presseausweis für alle Spiele. Hier haben wir die Aufstellung von Köln. Selke vorne als Ex-Herthaner. Und das ist die von Hertha. Hier haben wir mal die Hertha-Fans. Auch einige am Start. Und man hört sie schon, Südkurve von Köln. Da sind so Zuschauer. Da sind auch Köln-Fans. Die Berliner mit einer klaren Botschaft. Wir sind sehr fein. Stadion jetzt schon. Ich hoffe echt, dass Hertha das gewinnt. Auf guten Kick. Hertha spielt von links nach rechts. Unnötiger Ballverlust. Der Kölner. Foul. Hertha mit anschließendem Freistoß. Kurz ausgeführt. Oh, kein Anspiel. Oh, der ist noch heiß. Ob das Hand war, ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Call, Selke wird heute ein Tor schießen. Jetzt mal die Kölner. Einwurf. Kurz ausgeführt. Kriegt den Ball direkt wieder. Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Hertha verkauft ihn und er trifft auch noch. Ich habe gerade eben noch gesagt, der macht sein Tor heute. Ihr seht es gerade. Junge, ey, das wird ganz, ganz übel für Berlin. 8 Minuten steht schon 1-0, aber ey, top gemacht. Keine Abfahrt. Das geht 4-1.
durchgeht. Ecke. Hertha musste wechseln. Oh, das geht viel zu einfach. Gut abgelegt, schade. Das war der Matchplan, das Umschaltspiel. Stark gehalten. Der ist noch. Tor! 1:1. Einmal kurz Nickerchen gemacht auf der Kölner Seite und so steht es 1:1. Umschaltspiel war auch sehr stark. Ich glaube, das ist heute auch die Möglichkeit, wie sie zu Chancen kommen werden. Der Ausgleich kam ein bisschen aus dem Nichts. Eigentlich war das eine Drangphase von Köln aktuell. Ist das bitter. Selke muss ausgewechselt werden. Und ein neues Spiel mit der Nummer 21, Steffen! Ah!
geht es ja aber richtig ab. Ey, die haben das Spiel in 3 Minuten einfach gedreht. Oh Mann, ist das bitter, aber ey, echt super gemacht, ganz, ganz stark. Ihr seht es gerade nochmal. Junge, Junge, 5 Tore in 45 Minuten, hier kriegst du was geboten. Falls ihr es nicht wisst, das Video geskippt habt. Und der Ball ist wieder weg. Das darf doch nicht wahr sein. In der Position darfst du den Ball nicht verlieren. Ich hätte gedacht, dass Hertha sich vielleicht eine Halbzeit fangen kann. Aber sie machen genau da weiter, wo sie in der ersten aufgehört haben. Alter Schwede! Der Ball ist noch heiß wie Frittenfett. Chipball. Zu ungenau. Aber er ist noch gut ausgesehen. Ecke. Guter Ball über die Kette. Boah, stark! Das ist ein Foul gewesen, das gibt Geld. Kurz ausgeführt. Ey, das ist doch unglaublich. Guck dir das an. Wie kannst du so einen Freistoß ausführen? Ey, was war das für ein Freistoß? Das ist unglaublich. So was Schlechtes, ey. Chance für Köln. Zu ungenau, aber der ist gleich wieder da, der Ball. Glaub mir. Das habe ich gesagt. Diese Abstände sind echt der Hammer. Machen schon. Wir waren ja bereit für die zweite Liga. Viel Spaß in Liga 2. Handspielwechsel reklamiert. Gönn dir ein. Boah, stark gehalten. Oh, fast nicht. Gelb, mindestens. Zweiter Ball. Ecke. 12:3 Eckenverhältnis. Präsentiert das 5:2. Und Torschütze
war der Spieler mit der Nummer 8, Dennis! So steht das hier, 5-2. Also, der Tana, tut mir leid. Die können die Tormusik doch langsam nicht mehr hören. Und die hinter mir wahrscheinlich auch nicht. Unglaublich, ey, das ist ja echt eine Leistung von Hertha. 84. Spielminute, wir wechseln noch einmal aus, es scheint aus. Hertha hat eigentlich Glück, mit dem 5-2 sind sie eigentlich meiner Meinung nach noch echt gut bedient. Da pfeift einfach die ganze Zeit einer mit der Pfeife. 3 Minuten Nachspielzeit. 3 Minuten. Der Schiri schaut schon auf die Uhr. Und beendet hier mit der Partie. Hertha BSC verliert 5-2 gegen Köln. Erster FC Köln, 51 Punkte. Ja Leute, ich bin schon aus dem Stadion raus, soll man sagen. 5-2 ist auf jeden Fall in der Höhe. Okay, Köln hätte auch viel höher gewinnen können. Die ersten Minuten war Berlin echt gut, vor allem als das erste Tor und das zweite geschossen haben, dachte ich, wow, da geht vielleicht noch was, aber dann, das ist einfach viel zu wenig. Ich denke auch, dass sie absteigen werden, Leute. Und ja, abschließend würde ich sagen, das war's mit dem Stadion-Vlog. Glückwunsch erstmal in Köln. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Fett noch oben da kostenlos Abo. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Kühlhaus und tschüss.